Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei Let's Play GTA Online. Hier ist der Dulag am Start und wir sind hier schon mittendrin in einem Deathmatch. Ich bin hier mit dem Knappe wieder, Reaction und der liebe Kanan. Super cool und ich versuche mal wieder hier auch meinen Beitrag zu leisten, was mir sehr schwer fällt, weil ich mehr abgeballert werde, als mir das lieb ist. Und wieso haben die jetzt schon wieder so coole Waffen? Und ich nicht. Die hier noch nirgendwo rumliegen sehen, so eine Waffe. Handfeuerwaffe? Wo liegt denn diese krasse Waffe hier rum? Hau mal eben zu, ey. So. Wenn die Muni leer ist, dann muss man halt Gewalt anwenden. Boah, Mann, der hat den abgeschossen, bevor ich den gesehen habe. Na gut, ich war gerade mit dem anderen beschäftigt. Aber trotzdem. Wir führen auf jeden Fall 6-1. Moment. Habe ich keine Muni mehr? Shit. Jetzt muss die rohe Gewalt. Da oben ist Muni. Ist hier auch Muni? Nee. Billigknarre aufgesammelt. Sehr geil. Ah, da sind Uzis, jetzt sehe ich sie. Da war auch eine gewesen. Die hole ich mir noch. Die Uzi. Ja, richtig cool, hier mit Fans zu zocken. Wenn ihr wollt, addet mich, Dulag LP, im PS Network. Zocke ich gerne mit euch. Einfach mal anschreiben. Ich plane da nichts großartig, das machen wir mal spontan. Hab ich keine Lust zu, ist mir zu stressig und ich kann sowieso nicht schaffen, das einzuhalten. Also fragt mich am besten nicht, wann wir das machen, sondern... Wenn ihr online seid und ich online seid, dann zockt mal einfach eine Runde. Fertig aus. Alles andere wird sowieso nichts. Und wir sind hier irgendwie wieder. Mich verarschen. What? Kanan, hä? So, so, Kanan, mit dir müssen wir nochmal reden, hör mal. Hä? Doppelter Schaden. Wirklich. Lach, lach, lach. Wir sind hier etwas überlegen. Der Einzige, der da richtig abgeht, glaube ich, ist der Kanan bei denen. Und der ist von uns. Der ist von den Dulks. Von den Dulag Allstars. Oh. Der war vorsichtig unterwegs. Dann nehmen wir lieber unser Uzi Maschinengewehr. Hahaha. Arrivederci. Oh. Okay, Arrivederci, ich auch. Naja. So muss es halt auch mal laufen, ne? Muss der Dulag auch mal sterben. Krieg dich da nicht hinterm Auto. Keine Chance zu entkommen. Vorne liegt wieder die Uzi. Irgendwo hier. Und da. Teilweise echt schwer zu sehen. 32 Schuss. Muss da was gehen jetzt. Auf Wiedersehen. Das ist eigentlich keine Uzi. Wieso sage ich immer Uzi? Oh. Doppelkill.
Kanan hat mich ermordet, ich habe Kanan ermordet. Ja, Kanan. Leg dich nicht mit dem Dulag an. Leg dich mit dem Dulag an und du verlierst wie alle dann. Wer ist das? Woher ist das Zitat? Wenn ihr es wisst, in die Kommentare. Ich bin immer gespannt, wer sowas alles kennt. Das sind ja noch etwas ältere Zitate. Leg dich mit dem Besten an und du verlierst wie alle dann. Oder auf Englisch, mess with the best and die like the rest. Oder auch aus demselben Film, von allen Dingen, die mir sind verloren gegangen, habe ich am meisten an meinem Verstand gehangen. Ich suche verzweifelt Gegner. Ich suche den Kampf, den direkten Kampf. Ja, was machen wir denn da? Was ist das für eine Waffe da hinten? Knapper, der geht wieder ab hier. Das ist ein totaler Abgeher. Der Granatenwerfer. Jetzt weiß ich, was hier los war. Ah, ich habe noch getroffen. Ich wollte gerade sagen, wieso treffe ich den denn nicht? Habe ich den noch? Jawohl, ich habe noch 3 Schuss. Ach, schade. Jetzt habe ich gerade einen Granatenwerfer, das Spiel vorbei. Erledige den. Schade. Das gab Kohle. Und Erfahrung. Sauer. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Ja, hier die Dulks. 3 Dulks. Super cool. Xanan hat sogar ein Level up gehabt. Der hatte 180, als wir angefangen haben. Xanan, meine ich natürlich. Okay, gefällt gut. Fand ich cool. Coole Nummer. Der ging gut ab. 7,5 diesmal. 8,2 Reaction. Was haben wir hier noch? Palito Beach. Ich wäre für Palito Beach. Hat 84%. 4 bis 8 Spieler. Geht bestimmt gut ab, Freunde. Und wir haben jetzt gerade irgendwie um die 7 Minuten in der Aufnahme. Ich will nicht schon wieder so eine kurze Folge machen. Deswegen gucken wir mal, ob wir das irgendwie noch unterbringen. Wenn jetzt nicht wieder die Warte- und Ladezeiten und so weiter und so weiter und so weiter nicht so lange sind. Hier Schuss kaufen. Militärkarabiner. Einstellung bestätigen. Und dann spielen wir einfach mal so. Mit uns hier, unsere Truppe. Mit den Fans hier, voll geil. Ich spiele ja nicht gegen irgendwelche oder mit irgendwelchen Leuten, sondern mit den Fans. Und so macht das Spaß. Oh Gott. Jetzt spielen wir gegen Knappe. Was? Nee. Nee, wir können doch nicht 3 gegen 1 spielen. Reaction, geh mal rüber. Diese beiden sind zu gut, ey. Ist der alleine? Knappe alleine? Na komm, machen wir mal. Wo ist jetzt der Kanan hin? Matarking. Hallo Matarking, schöne Grüße nach Hause. Ja, viele haben es ja schon gehört, 2015, was geht mit meinem Kanal? Es geht weiter mit Minecraft, mit neuen PvP-Events. Kill Dulag heißt es, tötet den Dulag. Oha. Oha, was ist das? Oh Mann, der Kanan, sag ich schon, der Knappe, der kann richtig gut fliegen. Ah, Kanan ist bei mir. Hä? Spielen wir jetzt alle gegen Knappe? 3 gegen Knappe? Schütze Air Force hier. Ach so, okay, das ist kein normales Tismatch. Ah, jetzt raff ich das erst.
Wir müssen die beschützen und einer muss zerstören, alles klar. Comprende, mi signore. Comprende, comprende. Ja, genau, es geht. Kill Dulag wird es heißen. Auf einem neuen Server. Survival, Varo-mäßig. Wer raus ist, ist raus. Wer am meisten, wenn der Dulag gekillt hat, also mich gekillt hat, der hat gewonnen. Gegeneinander könnt ihr auch kämpfen. Alles ist erlaubt. Ihr könnt bauen, ihr könnt alles machen. Ihr könnt Fallen bauen, wie ihr wollt. Ich wusste, dass der hinter mir ist, habe ich auf der Minimap gesehen. Aber. Also dann ist mein Speed gewinnen hier. Also wir müssen Air Force Zero beschützen und er muss es zerstören. So ist das nicht. Ja, er hat ihn erledigt. Ich wollte ihn irgendwie... Irgendwie wollte ich ihn finden, aber ich hatte gedacht, er zieht vielleicht an mir vorbei. Boah, ey, ich bin doch der absolute, ich bin der geborene Pilot, ey. Ich verstehe nicht, wieso ich nicht treffe. Ja, nein, waren gar nicht meine. Sieht auf jeden Fall gut aus mit der Air Force One. Mit dem sitzt da jede Rakete. Ja, also auch mal getroffen. Läuft doch. Hui. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir mussten die Air Force beschützen. Ja. Egal, wir haben es geschafft. So Leute, damit war die Folge mal voll. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Dein Dulag.